Gondeln. Warte mal. Nein, Ezio, ich wollte auch die Gondel. Ich will mit. Könnt ihr mich mal kurz mitnehmen? Wäre jetzt irgendwie nett. Hallo. Hey, du sollst mich doch nur transportieren. Ist er jetzt ertrunken? Scheiße. Ich wollte ihn nicht töten, wirklich. Ja, jetzt. So. Jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Wie kann ich. Komme ich denn hier wieder weg? Ah, so. Okay, super. Dann gehen wir jetzt da oben rauf und hepp. Oh, ich liebe das, wenn man so durchgehende Sprünge machen kann. Das ist schon irgendwie schön. Ist da hoch ein Flaggenrennen? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nee, ist das hier überhaupt? Nee, Bettrennen heißt das hier, ne? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay, hier sieht's gut aus. Ja, der muss wahrscheinlich wieder auf irgendeinem großen Platz oder so sein. Wenn es hier einen gibt. Schauen wir mal hier. Da! Ich will, dass ihr ihn fasst! Oh, Scheiße! Da ist er! Pack dies! Hä, wo kam der denn jetzt her? Bist du. Du bist ja mein Ziel, du bist ja doof. Na komm, geh da runter. Der ist ja doof. Wie kann man nur so doof sein? Na gut, der wollte sich anscheinend selbst richten. Auch schön. Wir zupfen jetzt hier noch ein Plakat ab. Oh, und es gibt Moneten in der Villa. Das ist schön. Nein! Entschuldigung. Nichts passiert. Die lassen schon wieder die ersten ihre Kisten fallen und rennen weg. Ey, ich bin nur vom Dach gefallen. Kein Grund zur Beunruhigung. Jetzt fangen die erst schon wieder an. Oh, die ist zu bezahlen. Die werden doch nicht sterben. Ich muss auch zwischendurch, erinnert mich zwischendurch natürlich immer gerne, ich muss auf die Fraps-Zahlen schauen. Da ich jetzt die Aufnahme im größeren Format mache, habe ich keine Ahnung, wann mir die Platte voll läuft. Ich habe gestern irgendwie noch 2 Stunden Sims 3 aufgenommen. Und das frisst so unglaublich viel Speicher. Ja, plant. Ist ja nicht irgendwo ein Aussicht, von dem wir klettern können. Jetzt gucke ich doch mal auf die Karte. Den hier drüben. Aber ich nehme mal an, auf den müssen wir gleich raufklettern, wenn wir hier zu Rosa gehen. Sollte sie das sein. Vielleicht ist hier aber auch das andere Ausrufezeichen. Ach, hier. Hier müssen wir hin. Hallo, hallo. Ah, Rosa. Wie geht's bei dir? Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Ja, sei da mal nicht so großspurig. Aber gut, wir schaffen das. Ah, 5 Minuten, wir schaffen mal. Okay, wie komme ich da hoch? Ich bin ja hier Turmklettermeister und so. Und sehe nichts. Ja, da kommen wir doch einfach so hoch. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie an die Fenster, aber ich habe keine Ahnung wie. Moment, keine Panik, ich kann das. Ah, da hinten sind so lose Backsteine. Da müssen wir bestimmt. Keine Ahnung, ob wir da lang müssen, aber ich versuche es jetzt einfach mal. So, komme ich denn jetzt hier weiter hoch? Yes! Boah, wir sind gut. So, hier lang. Da hoch. So, jetzt müssen wir doch hier drüben hochbauen. So, und schon sind wir hier auf dem Dach. Müssen wir noch weiter hoch? Ah ja, auf den Turm. Ja gut, das kriegen wir auch noch. So schwer kann das ja nicht. Also, da! Höher!
Entschuldigung, ja, ich muss diese blöden Geräusche machen, sonst schaffe ich das nicht. Komme ich da hoch? Nee, da kommen wir noch nicht mal mit dem Superjump hoch. Dann hoffe ich mal, dass wir hier hochkommen. Yes! Und wir sind oben. Nice! Und wir haben noch nicht mal... Ja, 2 Minuten haben wir gebraucht. Wenn wir jetzt noch mit Aussichtspunkt und runterspringen, dann haben wir es in 2 Minuten geschafft. Das ist ja fast 1 Minute. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. 5, 4, 3, 2... Nein, komm! Und... Und? Yes! Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Okay. Nice. Boah, da portet sie sich weg und lässt nur eine Staubwolke aus Geld zurück. Was gab's denn noch zu tun? Da hinten blinkt noch was. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ist der auf dem Berg? Auf dem Dach zu sein, unsere Aufgabe. Ich habe mit die beste Ausrüstung im ganzen Bezirk. Nice. Oh, ich finde es so toll, dass man hier einfach irgendwo hochklettern kann und der Rest erledigt sich automatisch. Ja, ich weiß, ich bin faul. Ich habe übrigens vor, eventuell mal Thief zu spielen. Das soll ja dann schon ein Ticken schwerer sein. Nee, hier anreden und so. Ben trovato, Hugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Shatter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Na, dann gehen wir mal die Brüder von Hugo oder Hugo suchen. Wie heißt er denn jetzt? Ich fände es cool, wenn er... Wow, nice, wie das hier aussieht. Nice. Boah, ich liebe so eine Stimmung. Ah, nice. Was wollte ich gerade sagen? Genau, kennt ihr das Getränk Hugo? Also, die Mädels unter euch werden es bestimmt kennen, aber kennen es dann auch die Jungs unter euch? Sagt euch das Getränk Hugo was? Es ist nämlich... Ihr dürft hier nicht sein. Es ist nämlich sehr witzig, wenn man etwas von Hugo trinken erzählt und, ja, andere Leute keine Ahnung haben, was das ist. Huppa. Aha, du hast daneben geschossen, ich nicht. Nein, bleib da! Bleib da! Nein, komm zurück! Ach, puh. Okay, und jetzt volle Konzentration. Da hinten, okay, dann gehen wir jetzt hier rüber. Ich will das jetzt end-sneaky machen. Da hinten schaut einer. So, jetzt können wir hier kurz rauf und jetzt können wir uns hier runterhängen lassen. Jetzt schon sind wir im Sperrgebiet, aber jetzt müssten wir doch hier eigentlich ganz gut runterkommen. Die Märkte gehören dem Volk! Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht! Eure Verbrechen werden enden! So. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Verdammt. Das Volk wird sich erheben. Ja, komm hier. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. So. Verdammt, einer ist uns entkommen. Verdoppeln die jetzt die Wachen bei den anderen? Das ist ja scheiße. Okay, liebe Diebe, kommt mal mit. Sollen wir hier mal ein bisschen aufräumen? Ist hier irgendwo... Können wir den... Ah, den Heuhaufen können wir den tun. Na komm, oder geh hier in den Brunnen. So. Okay, dann eskortieren wir mal die Diebe zurück zu Hugo. Aber wenn es geht, irgendwo oben rum. Es wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen. Na kommt, kommt ihr kleinen Diebe, kommt. So, wir werden jetzt nicht mehr gesehen von den Wachen, hoffe ich.
Warum komme ich jetzt da nicht hoch? Sag mal. So, jetzt hier aber. So, seid ihr noch alle da? Ja! Dann ist ja gut. Was sind das eigentlich hier für Seildinger? Wozu wurden die genutzt? Um Wäsche aufzuhängen oder so? Wäre mal interessant zu wissen. Ich weiß sowas hier nicht. Ich könnte das ja recherchieren, aber... Folgt mir nach. Hä, wo sind die anderen zwei? Sind die mir gestorben? Scheiße. Okay, beim nächsten Mal machen wir es besser. Da werde ich mir davor anschauen, wie viele Wachen da sind. Pro-Assassin und so. Oh, da geht der Mond auf. Ich wollte jetzt, muss jetzt gerade schauen, ob er auf oder unter geht, aber... Oh, endlich schöne Nacht. Und wir meucheln und morden uns dadurch. Okay, zweites Sperrgebiet. Warum sind hier oben keine? Hör auf, die zu pauken! Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr euch das versteckt. Okay, das sind viele. Scheiße. Wo ist Emilio? Kann ich nicht... Ich werde diesen Müll gern los. Da vorne einen abwerfen und dann rennen die da alle hin. Oder irgendwas runterschmeißen. Nee, der ist zu weit weg. Ja gut, dann versuche ich jetzt mal mein Glück. Ich hoffe, dass sie mich da nicht sofort sehen. Wurfmesser. Oder Geld werfen. Aber da kommen, glaube ich, nur Dorfbewohner dann hin, oder? Fuck, ich kann die von hier aus nicht anvisieren. Ah, so. Nee, da habe ich die gleich alle an den Fersen. Das ist scheiße. Nee, das funktioniert nicht. Verdammt! Okay. Neuer Versuch. Mist, komm, die ist Ah, wir können in den Heuhaufen. Okay. Zielen und BAM! Nice. Möchtest du zu mir? Möchtest du mit mir in den Heuhaufen? Nein? Okay, komme ich da in den Brunnen recht schnell? Okay, mir gefällt es weg, aber... Komm mit mir in den Brunnen. So, solange die sich jetzt nicht umdrehen... Seguimi. Oh, wir haben es geschafft. Also wir sind noch nicht aus dem Sperrgebiet draußen, aber es sieht gut aus, wenn die jetzt noch hier mit hochkommen würden. Dann fände ich das sehr cool. Nice! Dieser mordende Ketzer muss aufgehalten werden. Kommt mit! Aller loyaler Bürger Venedigs zu kooperieren und ihn zur Strecke zu bringen. Meine Fresse, sind die lahm. Und sowas nennt sich Diebe. Und fuck. Ich habe doch eine Aufnahme. Oh, und jetzt habe ich mir gar keine Uhr hingestellt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Mist. Na gut. Muss ich halt schätzen.